Mal Sonne. Was war das denn hier? Voll der Dreher, der Winddreher. Ist das jetzt geradeaus der Ort oder eher noch höher? Die Hose. Gehen, was? Was ist das denn? Kommst du aber nicht mit der Hand ran, ne? Nee, nee. Ich geh da nicht mit der Hand so, ran. Nee. Wir wollen eine Woche noch Urlaub machen hier. Ach so. Aber das sind die giftig? Niemals. Nee, gibt's nicht. Hier, Volker. Ach, eine Schlange. Guck mal. Na ja? Ich dachte, ein Fisch hast du. Nein. Das Ringeln hat er, die ist nicht giftig. Aber könnt jetzt wieder hoch zu dir. Haben, ne? Nein. Weißt mich? Meinst du, ich habe die ganze Zeit mitgenommen? Nee. Thank you.
Ein Wiesel sind, ich weiß nicht, ob das ein Wiesel ist. Oder ein Wiesel? Also mit den ganz kleinen kriegen wir nicht aus. Marder, den erkennt ja jeder. Ihr müsst mal winken! Danke! Super! Da ist was los, ne? Schön was los, ja. Hast du mitbekommen, ja? Nee. Der hat es angesprochen, natürlich hat er es angesprochen, aber ich weiß nicht, was er wollte. Hinter dem war ein alter Fischerkarten zusammengefallen, alles zugewuchert. Ja? Das sah hier richtig idyllisch und urig aus, so richtig so zu Natur, sag ich mal, übertrieben. Und dann haben sie das hier alles platt gemacht, alles was dahinter ist, alles. Und jetzt kannst du da dein Geld investieren. Ach, in da, ja, ist auch noch das Verkauf. Naja. Das war eigentlich so der Charme, weil jetzt sieht das ja nachher am Ende aus, wie alles aussieht. Disneyland. Ne? Und vorher war es eben, war das richtig geil. Also hier kriegst du ein Kammerfettbrötchen. Also hier schwarze Heilgut. Ja, ich bin mir auch unschlüssig. Ich weiß nicht, was ihr gerade bequatscht habt. Da kommen wir zwar jetzt hin. Schöner wird natürlich, wenn wir, angenommen wir schaffen das heute hier irgendwie bis so einigermaßen und morgen ist vielleicht so einigermaßen mittelmäßiges Wetter, aber es kommt ja Regen, dann finden wir hier irgendwas, wo wir ganz normal anlanden können. Ja, da hinten müssten wir an sich hin, der Wind steht aber ungünstig, kommt uns genau entgegen. Wir sind im Moment am Beratschlagen, was denn da überhaupt noch geht und wie wir es machen, ohne die ganze Zeit den Motor einzusetzen. Da hinten ist auch noch ein Sperrgebiet und wir sind heute schon einmal angehalten worden, weil wir die Fahrrinne diagonal durchquert haben. Das muss nicht nochmal sein. Und da ist zum Beispiel ein Vogelschutzgebiet, da können wir auch gar nicht anlanden. Also es bleibt heute schwierig. Vielleicht machen wir auch einen Tag am Strand, mal gucken. Der Mirko holt schon mal Fernglas. Das Polizeiboot ist. Aufklärungsglas fertig. Genau. Die sind extra wegen uns nochmal rausgefahren, um uns zu ärgern. Mist, Mist, Mist. Aber irgendwann müssen die aber nach Hause fahren. Thank you.
Ja. Dann müssen wir nur gucken, wo wir die nächste finden. Ich vermute, wir müssen noch da hinten Richtung grüne, zweite grüne Boje. Ja, aber ich glaube, wir müssen erst noch ein Stückchen geradeaus, bevor wir rum können. Weil dieses Feld, das gesperrte Feld, ist ja schon ziemlich groß. Da ist aber auch gesperrt auf der Seite. Da kommt noch ein ganz Stück was raus, ne? Ja, ich denke, wir halten uns mal so ein bisschen Richtung der Insel da hinten. Hier da gerade durch. Und dann müssen wir noch mal so eine gelbe Boje irgendwie suchen. Ja, aber ist noch ein Stückchen. Ich würde gerne gucken, welche Nummern die Bojen haben, damit wir auch richtig sind. Das ist die 13. Und als nächstes kommt die 11. Die müsste da hinten sein. Und dann geht's endlich rüber. Da hinten ist die blöde gelbe Tonne, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Schweninnen. Schwanprinzessin. So, und jetzt halten wir das Maul oder was? Ja. Naja, wir müssten was. Ist egal, ich schneide es eh raus. Dann nimmst du das gar nicht auf. Die Worthülse nimmt da. Meine Frau ist eine Schweninnen. Ich schneide das raus. Vielleicht soll ein Gewitter aufziehen, da wollen wir jetzt wenigstens noch da hinten bis zu dem Berg, den man da hinten am Ende sieht. Und da wollen wir dann abbrettern und morgen müssen wir mal gucken, da soll der Gewind stärker sein, ob wir da überhaupt raus können. Mal sehen. Thank you.
ihr Mirko deinen Trockenanzug? Ja, der ist gesichert. Okay, der ist gesichert. Ist auch warm, ne? Wir haben gerade noch überlegt, ob wir noch raussegeln oder nicht heute. Es ist zwar noch früh, aber es soll konstant 5 bis 6, also eher 6 PST sein. Und da haben wir für uns entschlossen, dass wir gar keine Helden sein wollen und wir schieben nicht raus. Und machen uns heute mal einen schönen Tag hier, leihen uns ein paar Fahrräder und bleiben einfach hier mal, machen mal richtig Urlaub und entspannt.
kommen auch schon die anderen. Auf polnischem Gebiet müssen in die Swina. Wir haben ein bisschen Bammel, weil hier natürlich da die ganz, ganz großen Pötter auch reinkommen. Müssen wir jetzt mal gucken, wie das aussieht, wo man da am besten segelt. Den Kanal, den Kaiserkanal darf man nachher nicht segeln. Da wollten wir dann unter der Brücke abbiegen, Mast legen und da durch und dann weiter, weil das da viel schöner ist wie ein Kanal. Das ist doch immer weiter, als man denkt. Da meint man, man ist schon fast da und dann segelt man noch ewig, bis man dann mal drin ist. Zum Glück ist das Wetter heute was ruhiger als gestern. Im Kanal sind 4 Stundenkilometer Strömung, bei mehr Wind sogar 7,5. Muss man mal gucken, ob wir da nicht den Motor doch noch anmachen und die Segel runternehmen. Oder ein bisschen dazu mit dem Wind, wenn es klappt. Industriegedöns sind wir jetzt zum Glück raus. Also ich fand es purer Stress. Den großen Pötten, man weiß nie, in welche Richtung die fahren wollen, wenn die irgendwo rauskommen. Das ist schon ziemlich stressig. Also das brauche ich an sich nicht nochmal. Jetzt sind wir in so einem ruhigen Nebenarm und fahren noch ein Stückchen runter bis zur Brücke. Und dann wollen wir auch nicht durch den Kaiserkanal, sondern seitlich davon ab. Und dann dafür legen wir einmal den Mast, fahren unter der Brücke durch und danach ist es dafür umso entspannter. Da muss man auch aufpassen. Zum Glück ist sie nicht losgefahren. Jetzt müssen wir irgendwo gucken, wo wir anlanden können, damit wir Mast legen können. Haben wir wahrscheinlich die nächsten 3 Tage Flaute. Das Segel spiegelt sich im Wasser nicht gut. Die Ruhe genießen nach dem turbulenten Vormittag.
Platz, aber auch nicht sehr spart. Das ist ein bisschen eingeschränkt. Regen ist weg, aber der Wind auch. Das ist das Ende vom Kaiserkanal, den wir nicht gefahren sind. Heute ist hier gar nichts los. Manchmal steppt hier der Bär. Anfahrt auf eine Gebude. Nee, der hatte ja die Fock rausgemacht, hat das Groß reingeholt. Scheißtag zu Ende. Ach Mensch.